Oh, Ryzen 9000 X3D soll also Overclocking mitbringen, aber bis so erfolgreich wie Blackwell wird? Jensen, was sagst du dazu? Jensen will Geschichte schreiben, denn Blackwell soll laut ihm das erfolgreichste Produkt der Computergeschichte werden. AMDs kommende Ryzen 9000 X3D-Prozessoren sollen erstmals vollen OC-Support erhalten und mit dem Release von Ryzen 9000 kommen auch weitere ARM4-CPUs auf den Markt. Vielversprechend ist der neue GDDR7-Grafikspeicher. Dieser soll deutlich mehr FPS beim Rasterizing und Raytracing ermöglichen. Willkommen zu den PCGH-News dieser Woche. Wir bei Krotus Computer fertigen seit 9 Jahren mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Persönliche Beratung und höchste Qualität sind unser Fokus. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Nvidia hat ein paar turbulente Wochen an der Börse hinter sich. Zuerst gelang es dem Unternehmen, sich mit rund 3,12 Billionen Euro erstmals an die Spitze bei der weltweiten Marktkapitalisierung zu setzen. Wenige Tage später stellte Nvidia erneut einen Rekord auf, doch in diesem Fall einen negativen. Innerhalb von 5 Tagen büßt das Unternehmen rund 18,5% des Marktwertes oder rund 600 Milliarden Euro ein. Trotz der zwischenzeitlichen Kurskorrektur dürften die vergangenen Jahre bei Nvidia als äußerst erfolgreich bezeichnet werden. Ganz gleich, wie man es mit der für Gaming relevanten Marktsituation rund um die GeForce RTX 40er Serie hält. Denn der eigentliche Erfolgsfaktor für Nvidia liegt im KI-Segment, das inzwischen mehr als 80% des Gesamtumsatzes ausmacht. Die Tendenz? Steil nach oben, denn wie der Nvidia-Chef jüngst erklärte, soll die kommende Blackwell-Architektur das erfolgreichste Produkt in unserer und der gesamten Computergeschichte werden. Worauf sich seine Aussage stützt, dürfte spätestens bei Betrachtung der Blackwell-Architektur klar werden. Die B200 GPU kann gegenüber dem direkten Vorgänger auf eine bis zu 4-fache Leistung beim KI-Training sowie bis zu 30-fache Leistungen bei der KI-Inferencing setzen, bei bis zu 25-facher Energieeffizienz. Diese Superlative lässt sich Nvidia fürstlich entlohnen. Laut den Analysten von SBHC liegen die Preise für einen NVL 72 Supercomputer bei rund 3 Millionen US-Dollar. Ein einzelner GB200 soll zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar liegen. Dass Gaming Blackwell, also GeForce RTX 5000, vergleichbare Leistungssprünge macht, ist leider ausgeschlossen. Aber dafür werden diese Grafikkarten auch ein klein wenig günstiger. Eine Kurzmeldung für AMD-Fans und solche, die es werden wollen. AMDs kommende Gaming-Prozessoren der Serie Ryzen 9000 X3D sollen als erste CPU-Generation mit 3D V-Cache über den vollen Overclocking-Support für die Prozessorkerne verfügen und über das BIOS sowie über den Ryzen Master neben dem Auto-OC per PBO auch erstmals manuelles Overclocking unterstützen, wie die Kollegen von WCCF Tech berichten. Zum Einsatz könnte einer der neuen Next-Gen-Varianten des 3D V-Caches kommen, die AMD bereits vor einiger Zeit in Aussicht stellte. WCCF Tech spricht auch von einigen weiteren neuen Features, über welche die Webseite in der kommenden Woche berichten möchte. Auch das Release, welches laut jüngsten Gerüchten bereits im September erfolgen könnte, wurde noch einmal thematisiert. Ryzen 9000 X3D könnte damit Intels Arrow Lake zuvorkommen. Woher die Eile kommt, darüber können wir nur spekulieren. Ist Intels neue Architektur stärker als bislang angenommen? Ihr werdet bei uns erfahren, sobald die Zeit reif ist. Fröschchen, einen Moment. Kommt gleich eine ganze Ente raus. CPU-Enthusiasten sollten sich den Mittwoch, den 31. Juli, rot im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag sollen die ersten 4 Prozessoren der Ryzen 9000-Serie auf den Markt kommen. Den Anfang machen wie gehabt die X-CPUs, namentlich der Ryzen 9 9950X und Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X. Es soll aber nicht bei den genannten Modellen bleiben. Parallel gibt's Nachwuchs für den altehrwürdigen Sockel ARM4. Die Kollegen von Videocards berichten, dass AMD 2 weitere CPUs aus der Ryzen 5000er Serie für den Marktstart am 31. Juli vorbereitet. Es handelt sich um einen Ryzen 9 5900XT und einen Ryzen 7 5800XT, die verglichen mit ihren X-Gegenstücken mit einigen Änderungen aufwarten. Der 5800XT soll die standesgemäßen 8 Kerne und 3,8 GHz Basistakt aufweisen. Allerdings bietet die XT-CPU zusätzlich 100 MHz mehr Turbotakt im Vergleich zum 5800X. Auch der größere Prozessor weist zu überraschen. Der Ryzen 9 5900XT soll 16 Kerne im Schlepptau haben und damit 4 Kerne mehr als der Ryzen 9 5900X. Der Basistakt der neuen CPU ist mit 3,3 GHz deutlich geringer, der Turbotakt bei 4,8 GHz aber gleich. Bei bhphotovideo.com, wo die CPUs bereits gelistet sind, wird angegeben, dass die Vorbestellungen am 31. Juli um 9 Uhr morgens beginnen. Überraschend ist diese Nachricht zu den neuen Zen 3 Prozessoren für den ARM4-Sockel aber nicht. Bei einer öffentlichen Präsentation in Peking Ende März 2024 ließ AMD bereits durchblicken,
dass es entsprechende Prozessoren geben wird. Damals war aber die Rede von einem Ryzen 7 und einem Ryzen 3. Die Abbildungen der Boxen bei der Präsentation könnten jedoch lediglich als Platzhalter gedient haben. Zur Computex bestätigte AMD dann den Release des Ryzen 9 5900 XT und Ryzen 7 5800 XT im Juli. Erwartet Tests. Unser CPU-Dave bereitet seit Wochen neue Benchmarks vor. Okay. Ja. Die Evolution beim Grafikspeicher nimmt ihren Lauf und so haben die Hersteller bereits den nächsten Standard in der Hinterhand. Während moderne Grafikkarten noch auf GDDR6 und GDDR6X setzen, steht GDDR7 in den Startlöchern. Micron ist einer dieser Hersteller und will nun mit GDDR7 die Gaming-Welt auf den Kopf stellen. Auf X teilt Harukase 5719 Werbematerial des Herstellers, welches einen FPS-Anstieg von 30% in Aussicht stellt, was den direkten Vergleich von GDDR7 mit 32 GTS und GDDR6 mit 20 GTS anbelangt, sowohl beim Raytracing als auch beim Rasterizing. Unklar ist dabei, mit welchen Benchmarks Micron diesen Leistungssprung ermittelt hat. Micron selbst erwähnt einige Verbesserungen, die GDDR7 gegenüber GDDR6 bieten können. Etwa eine um 60% höhere Transferrate, die bei über 1,5 Terabyte pro Sekunde liegen soll. Bei der Energieeffizienz liegt GDDR7 laut Micron um über 50% vor GDDR6 und auch die Reaktionszeiten für Inferenz-Workloads wie generativer KI sollen um 20% reduziert werden. Nimmt man die Angaben von Micron für bare Münze, lässt sich der Unterschied anhand der aktuell stärksten Grafikkarte GeForce RTX 4090 veranschaulichen. Diese ist mit GDDR6X-Speicher an einem 384-Bit-Interface bestückt, der im Gegensatz zu den 32 GTS bei GDDR7 aber nur mit 21 GTS arbeitet. Dabei kommt eine Bandbreite von 1,0 Terabyte pro Sekunde zustande, denen über 1,5 Terabyte pro Sekunde bei GDDR7 gegenüberstehen sollen. Damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Laut dem Infomaterial von Micron wird der Hersteller seinen GDDR7-Speicher einmal mit 32 GTS und 28 GTS an den Start bringen. Künftige Iterationen sollen jedoch bis hinauf zu 40 GTS erreichen, auch von anderen Herstellern. Bei allen Herstellern von Grafikchips, Nvidia, AMD und Intel, stehen zum Jahreswechsel neue Grafikkartengenerationen an. Ob sie bereits alle den neuen GDDR7-Speicher nutzen werden, ist zweifelhaft. Nur bei Nvidia und deren RTX 5000er Generation ist die Wahrscheinlichkeit hoch. AMD wird wohl bei Radeon RX 8000 weiterhin auf GDDR6 setzen und auch Intel könnte den Wechsel erst mit der übernächsten Generation Celestial, also der Arc C-Serie, vollziehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns wie immer über eure Unterstützung, also schenkt uns einen Daumen nach oben und vergesst die Abo-Glocke nicht. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye!